Ja, schönen guten Tag. Mein Name ist Lothar Berg. Ja, danke. Ich bin kein Member und ich bin auch kein Biker. Ich spreche hier für die Freiheit und für den gegenseitigen Respekt. Heute, wo wir uns hier zum dritten Mal unter dem Motto Freedom is our religion treffen, möchte ich die Gelegenheit nutzen, darüber zu reden, was dazu führte, dass wir heute hier sind. Das Insignienverbot oder die Abschaffung der Vereinsfreiheit hat nicht alleine eine deutsche Geschichte, sondern die einer 70-jährigen internationalen Kontrollpolitik. Von 1948 bis zu den Paragraphen im deutschen Vereinsgesetz von heute ist es ein langer Weg gewesen. Damals, als Motorradclubs ins Leben gerufen wurden, da war es das Aufbegehren einer Nachkriegsgeneration. Es war die Zeit der Revolution, der Abnabelung aus einer gesellschaftlichen Vormundschaft, so wie es heute eine politische Bevormundung ist. Es war nichts weiter als ein Aufbegehren gegen festgefahrene Strukturen, wie das Marlon Brando 1953 in dem Film Der Wilde und James Dean 1955 in Denn sie wissen nicht, was sie tun, ausdrückten. Und genau das ist die Basis und der Grundgedanke für alle Clubs, Vereinigungen und Zusammenschlüsse. Als 1997 der Minister für öffentliche Sicherheit in Quebec ein Anti-Gang-Gesetzgebung forderte, gab er damit den entscheidenden politischen Anstoß, der seine Auswirkungen bis heute nach Europa hat. Und der Chef des dänischen Geheimdienstes absolvierte Jahre später in den USA beim FBI einen Lehrgang zur Bekämpfung von Motorradclubs und äußerte sich nach seiner Rückkehr wie folgt: Wir müssen die Medien auf jede nur mögliche Art nutzen, um ihnen, den Rockern, das legale Geschäft, wenn immer möglich, zu zerstören. Achtung an dieser Stelle, hier wird nicht von einer Strafverfolgung oder von einer Straftataufklärung gesprochen, sondern von der Zerstörung legaler Geschäfte, also eher von einer präventiven Verfolgungsideologie. Und weiter heißt es, Rocker müssen mit dieser fiskalischen Bekämpfungsstrategie dauerhaft einem kollektiven Druck ausgesetzt werden. Weiter, im Stockholmer Modell heißt es, sollte bei einem Rocker keine Gewalttat nachgewiesen werden, so ist im nächsten Schritt nach Vermögensdelikten wie dem Erschleichen von Leistungen, der Steuerhinterziehung und dem Kreditbetrug zu ermitteln. Da frage ich euch, trifft das nicht auf jeden anderen Bürger auch zu? Und da können wir ja froh sein, dass wir bei den Bikern nicht auch noch nach erschwindelten Doktortiteln suchen. Und weiter heißt es, die Behörden sind sich im Klaren, dass deren, den Rockern, aufwendiger Lebensstil mit den teuren Autos und luxuriösen Villen irgendwie finanziert werden muss. Hier setzt man nun schwerpunktmäßig an. Alles klar, ich gucke mich um, teure Autos, Fuhrpark, Reisen und Villen. Sind das denn nicht eigentlich die Identitätsmerkmale anderer Gruppierungen und sozialer Schichten? Und Ende der 90er Jahre wurde die Operation Monitor ins Leben gerufen. Eine gemeinsame Strategie der europäischen Staaten, Interpol und Europol, um gegen als kriminell geltende Motorradbanden, sogenannte Outlaws, Motorcycle Gangs, vorzugehen. Und spätestens seit Monitor wurde das Bild der Rocker durch die Medien in der Öffentlichkeit stark negativ verändert. Aber auch das anscheinend gezielt und nicht ohne Absicht. Was manchmal übersehen wird, ist, aus der Beobachtung der so gerne erwähnten Rocker-Kriminalität kann ebenso eine Bürgerdatenbank mit dem Aushängeschild Rocker werden. Auf der Herbsttagung des BKA im Oktober 2010, kurz nachdem das erste deutsche Strategiepapier zum Umgang mit Rockergruppierungen fertiggestellt worden war, forderte man die Medienvertreter angeblich nicht nur dazu auf, Rocker in ihrer Berichterstattung fortan als Schwerverbrecher darzustellen,
sondern plädierte auch für die Einführung der Vorratsdatenspeicherung, die Überwachung der kryptischen Kommunikation sowie die Umkehr der Beweislast im Falle von Motorradclubs. In dem Papier ist explizit von einer konsequenten und proaktiven Medienarbeit die Rede. Weiterhin erklärte man, MC-Mitglieder durch ständige Kontrollen schikanieren zu wollen, um Verurteilungen wegen Beleidigung und Widerstandes gegen die Staatsgewalt zu provozieren. Wörtlich steht dazu in einem Bericht vom Stern Online 2014, ständige Kontrollen werden, wie durchaus beabsichtigt, als Schikane empfunden. Inzwischen haben wir 2019 und zu allem anderen ein verschärftes Vereinsrecht und ein neues Polizeiaufgabengesetz und das Gesetz zur Verbesserung der Rechtsdurchsetzung in sozialen Netzwerken. Aber das alles gilt für alle Bürger. Darin mag der ein oder der andere einen Kontext erkennen oder auch nicht. Fakt bleibt, dass es Einschränkungen und Gesetzesänderungen im Vereinsgesetz nicht geben würde, ohne die anscheinende Bedrohungsgelage durch Rocker, die der Staat getreu seines Auftrages durch den Bürger neutralisieren muss. Und an dieser Stelle muss jeder selbst entscheiden, ob für ihn die demokratische Grundordnung und die öffentliche Sicherheit durch ein paar tausend Rocker gefährdet sind oder eher von angsterfüllten Hunderttausenden Arbeitslosen, von in Armut lebenden Millionen Menschen, von einer ideologisch geprägten Politik oder von unzufriedenen Zuwanderern und anderen Spannungsfeldern, die noch zu erwarten sind. Wir dürfen nie vergessen, dass die Politik Bedrohungslagen braucht, um im Namen der Sicherheit handeln und verändern zu können. Aber jedes Stück Sicherheit kostet ein Stück Freiheit. Deshalb hat jede Bedrohungslage den Hintergrund, den Wunsch nach Sicherheit in die Gesellschaft zu tragen. Dazu braucht der Staat eine Gefahr, für die er uns schützen muss. Zum Beispiel vor Rockern, eine Gruppierung, die sich selbst kennzeichnet und damit für jeden also erst einmal stigmatisiert, ohne zu hinterfragen, eine Bedrohung optisch identifizierbar ist. Vor denen bietet die Politik Sicherheit und Schutz an, gegebenenfalls durch Gesetzesänderung. Aber es gibt kein Rockergesetz. Bei Bedarf ist jedes Gesetz auf jeden Bürger anwendbar. Sie sagen zu uns, wir beschützen euch vor den Rockern mit Gesetzen und Verordnungen. Sie meinen aber, wir können die auch gegen dich, euren Verein, eure Vereinigung, eure Gruppe anwenden. Wir können euch verbieten, wir können eure Versammlungen einschränken und wir können sie eventuell sogar unterbinden. Die Änderungen im Vereinsgesetz sind nur ein Teil des ganzen Netzes. Es geht hier und heute nicht darum, die Kutte für dich oder für dich zurückzuholen. Es geht darum, Rocker und Nicht-Rocker darüber zu informieren, sie dafür zu sensibilisieren, wie Stück für Stück der Alltag verändert wird, wie die Angst davor wächst, bei jedem persönlichen Anliegen und einem eigenen Wunsch einen Klaps auf die Finger zu bekommen. Für die einen ist es die Abschaffung der Vereinsfreiheit, für alle aber kann es die Abschaffung der persönlichen Freiheit bedeuten. Wir alle tragen eine Kutte, die Kutte der Freiheit. Und wir tragen sie in unserem Herzen. Und na klar, steht heute hier der ein oder andere Gauner unter uns, wie er auch in manchen Gottesdiensten, Versammlungen, Tagungen oder in Sitzungen überall dabei ist. Na und? Sind deshalb alle, die heute hierher gekommen sind, Gauner? Die Politik steckt Frauen, Männer, Mütter, Väter, Kinder in Uniformen und schickt sie mit Waffen in Kriege in fremden Länder. Sie riskiert ihren Leben und ihren Psyche. Sie nennen es Demokratie und Freiheit. Sich aber eine Jacke, eine Weste, eine Kutte anzuziehen, um zu zeigen, das ist mein Bruder, das verbieten sie. Vielen Dank. Danke.